Spazieren. Sie spazieren im Park. Sie spazieren im Park. Sie sind im Park spaziert. Sie sind im Park spaziert. Aufstehen. Aufstehen. Er steht auf. Er steht auf. Er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden. Heiraten. Heiraten. Sie heiraten. Sie heiraten. Sie haben geheiratet. Sie haben geheiratet. Schreiben. Schreiben. Sie schreibt an die Tafel. Sie schreibt an die Tafel. Sie hat an die Tafel geschrieben. Sie hat an die Tafel geschrieben. Rauchen. Rauchen. Er raucht eine Zigarette. Er raucht eine Zigarette. Er hat eine Zigarette geraucht. Er hat eine Zigarette geraucht. Hallo Tom. Schön, dass du dich mal wieder meldest. Lange nichts gehört. Wie geht es dir denn? Hallo Tom. Schön, dass du dich mal wieder meldest. Lange nichts gehört. Wie geht es dir denn? Hi Susi. Ja, es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal telefoniert haben. Aber die Nummer habe ich trotzdem noch auswendig gewusst. Du, ich rufe an, weil ich will dich was fragen. Hi Susi. Ja, es ist eine Weile her, seit wir das letzte Mal telefoniert haben. Aber die Nummer habe ich trotzdem noch auswendig gewusst. Du, ich rufe an, weil ich will dich was fragen. Was gibt es denn so Spannendes, dass du mich extra morgens um 8 anrufst? Was gibt es denn so Spannendes, dass du mich extra morgens um 8 anrufst? Also, ich wollte dich fragen, fährst du mit nach Rom? Mit mir? Sag bitte nicht nein. Ich würde mich total freuen, wenn du mitkommst. Ohne dich macht es nur halb so viel Spaß. Also, ich wollte dich fragen, fährst du mit nach Rom? Mit mir? Sag bitte nicht nein. Ich würde mich total freuen, wenn du mitkommst. Ohne dich macht es nur halb so viel Spaß. Wie bitte? Urlaub? Rom? Das ist doch in Italien. Ziemlich weit weg von Hamburg.
So eine weite Reise ist mir viel zu teuer. Du weißt doch, dass ich von BAföG lebe. Ich habe kein Geld für einen Urlaub. Das weißt du doch. Ich muss jeden Euro zweimal umdrehen. Das geht nicht. Wie bitte? Urlaub? Rom? Das ist doch in Italien. Ziemlich weit weg von Hamburg. So eine weite Reise ist mir viel zu teuer. Du weißt doch, dass ich von BAföG lebe. Ich habe kein Geld für einen Urlaub. Das weißt du doch. Ich muss jeden Euro zweimal umdrehen. Das geht nicht. Du brauchst kein Geld, nur Zeit. Ich lade dich ein. Es kostet dich keinen Cent. Du brauchst kein Geld, nur Zeit. Ich lade dich ein. Es kostet dich keinen Cent. Ich möchte aber keine so teuren Geschenke von dir annehmen. Das ist nicht meine Art. Da fühlt man sich immer so verpflichtet. Ich möchte aber keine so teuren Geschenke von dir annehmen. Das ist nicht meine Art. Da fühlt man sich immer so verpflichtet. Keine Angst, das verpflichtet dich zu gar nichts. Ich muss die Reise selber auch nicht bezahlen. Ich habe sie nämlich gewonnen. Eine Reise für zwei Personen nach Rom. Vom Reisebüro Sonnenschein. Mit Flug und Hotel und mit allen Extras. Keine Angst, das verpflichtet dich zu gar nichts. Ich muss die Reise selber auch nicht bezahlen. Ich habe sie nämlich gewonnen. Eine Reise für zwei Personen nach Rom. Vom Reisebüro Sonnenschein. Mit Flug und Hotel und mit allen Extras. Das gibt's doch nicht. So ein Glück. Und das finde ich total nett, dass du mich mitnehmen willst. Ich wollte schon lange mal nach Rom fliegen, aber dafür hatte ich immer nicht genug Geld. Das gibt's doch nicht. So ein Glück. Und das finde ich total nett, dass du mich mitnehmen willst. Ich wollte schon lange mal nach Rom fliegen, aber dafür hatte ich immer nicht genug Geld. Ja, ich habe beim Stadtfest an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und jetzt fahren wir zwar nach Rom. Nicht schlecht, oder? Wir beide auf den Spuren Caesars. Und den Vatikan können wir auch besuchen, das passt doch zu deiner Bachelorarbeit. Ja, ich habe beim Stadtfest an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und jetzt fahren wir zwar nach Rom. Nicht schlecht, oder? Wir beide auf den Spuren Caesars. Und den Vatikan können wir auch besuchen. Das passt doch zu deiner Bachelorarbeit. Mensch Tom, das ist ja super. Du weißt gar nicht, was du mir damit für eine Freude machst. Und wann geht es los? Es sind gerade keine Semesterferien. Mensch Tom, das ist ja super. Du weißt gar nicht, was du mir damit für eine Freude machst. Und wann geht es los? Es sind gerade keine Semesterferien. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt drei Termine. Wir können uns einen davon aussuchen, der am besten für beide passt. Ich gehe morgen mal zum Reisebüro und lasse mir die genauen Daten sagen. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt drei Termine. Wir können uns einen davon aussuchen, der am besten für beide passt. Ich gehe morgen mal zum Reisebüro und lasse mir die genauen Daten sagen. Wie lange dauert denn die Reise? Nur damit ich das schon mal weiß. Man muss ja Koffer packen und Kleidung auswählen. Damit kann man nie früh genug anfangen. Wie lange dauert denn die Reise? Nur damit ich das schon mal weiß. Man muss ja Koffer packen und Kleidung auswählen. Damit kann man nie früh genug anfangen. Ihr Frauen immer. Wir verreisen 4 Tage, von Donnerstag bis Sonntag. Ist doch super, oder? Und für 4 Tage brauchst du sicher nicht so viel Gepäck. Ihr Frauen immer. Wir verreisen 4 Tage, von Donnerstag bis Sonntag. Ist doch super, oder?
und für 4 Tage brauchst du sicher nicht so viel Gepäck. Das würde ich so nicht sagen. Ich lasse auf jeden Fall Platz im Koffer für Klamotten aus Rom. Shopping ist Pflicht. Und Kultur. Und Vatikan. 4 Tage sind perfekt. Ich freue mich schon riesig. Und nochmal danke, dass du mich mitnehmen willst. Das würde ich so nicht sagen. Ich lasse auf jeden Fall Platz im Koffer für Klamotten aus Rom. Shopping ist Pflicht. Und Kultur. Und Vatikan. 4 Tage sind perfekt. Ich freue mich schon riesig. Und nochmal danke, dass du mich mitnehmen willst. Guten Tag, Frau Berg. Guten Tag, Frau Berg. Ah, Herr Silber. Guten Tag. Ah, Herr Silber. Guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? Danke, sehr gut. Danke, sehr gut. Arbeiten Sie hier oder studieren Sie? Arbeiten Sie hier oder studieren Sie? Ich studiere hier. Ich studiere hier. Ah, du bist Studentin. Ich bin auch Student. Sagen wir doch du, ja? Ah, du bist Studentin. Ich bin auch Student. Sagen wir doch du, ja? Einverstanden. Ich heiße Monika. Einverstanden. Ich heiße Monika. Und ich bin Tom. Und ich bin Tom. Was studierst du? Was studierst du? Ich studiere Englisch. Und du? Ich studiere Englisch. Und du? Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin. Medizin? Medizin? Ja, meine Mutter ist Ärztin. Und mein Vater auch Arzt. Was sind deine Eltern von Beruf? Ja, meine Mutter ist Ärztin. Und mein Vater auch Arzt. Was sind deine Eltern von Beruf? Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Krankenschwester. Mein Vater ist Lehrer, meine Mutter ist Krankenschwester. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Ich bin aus der Türkei und arbeite ich als Journalist. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Ich bin aus der Türkei und arbeite ich als Journalist. Was möchten Sie denn wissen? Was möchten Sie denn wissen? Ich interessiere mich für Schulausbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Welche Ausbildung haben Sie? Können Sie mir darüber etwas erzählen? Ich interessiere mich für Schulausbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Welche Ausbildung haben Sie? Können Sie mir darüber etwas erzählen? Ja, gerne. Ich war zuerst 4 Jahre in der Grundschule.
Dann wollten mich meine Eltern aufs Gymnasium schicken. Ich musste eine Prüfung machen, und die habe ich bestanden. Auf dem Gymnasium hatten wir die Fächer Deutsch, Mathematik, Physik und Englisch. Das waren Hauptfächer. Wir hatten auch noch einige Nebenfächer. 1972 machte ich das Abitur und begann mein Studium. Jetzt arbeite ich in einem Institut für Lebensmittel, Chemie und verdiene dort 3000 Euro im Monat. Ja, gerne. Ich war zuerst 4 Jahre in der Grundschule. Dann wollten mich meine Eltern aufs Gymnasium schicken. Ich musste eine Prüfung machen, und die habe ich bestanden. Auf dem Gymnasium hatten wir die Fächer Deutsch, Mathematik, Physik und Englisch. Das waren Hauptfächer. Wir hatten auch noch einige Nebenfächer. 1972 machte ich das Abitur und begann mein Studium. Jetzt arbeite ich in einem Institut für Lebensmittel, Chemie und verdiene dort 3000 Euro im Monat. Und wer war das Ihnen? Und wer war das Ihnen? Tja, bei mir lief das anders. Nach der Hauptschule musste ich von unten anfangen. Zuerst die Lehre. Ich bekam damals noch wenig Geld, 150 Euro am Anfang. Dann machte ich die Gesellenprüfung und später die Meisterprüfung. So arbeitete ich mich langsam nach oben. Ich wollte ein eigenes Geschäft aufbauen, aber das klappte nicht. Jetzt bin ich bei einer Elektrofirma und verdiene 190 Euro. Tja, bei mir lief das anders. Nach der Hauptschule musste ich von unten anfangen. Zuerst die Lehre. Ich bekam damals noch wenig Geld, 150 Euro am Anfang. Dann machte ich die Gesellenprüfung und später die Meisterprüfung. So arbeitete ich mich langsam nach oben. Ich wollte ein eigenes Geschäft aufbauen, aber das klappte nicht. Jetzt bin ich bei einer Elektrofirma und verdiene 190 Euro. Warum sind Sie nicht auf das Gymnasium gegangen? Warum sind Sie nicht auf das Gymnasium gegangen? Ich sollte schnell einen Beruf haben, das wollten meine Eltern. So verdiente ich schon mit 15 Jahren etwas Geld. Außerdem ist mein Vater Handwerker und er dachte, seine Tochter soll auch Handwerker werden. Ich sollte schnell einen Beruf haben, das wollten meine Eltern. So verdiente ich schon mit 15 Jahren etwas Geld. Außerdem ist mein Vater Handwerker und er dachte, seine Tochter soll auch Handwerker werden.